Jetzt war nicht das reingefallen, der Trottel. Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Ja, ich hab's dir doch gesagt, mein Freund. Ne? Ich hab's dir doch gesagt. Hilfe! Nö. Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Ja, wo ist Freeman denn nur? Ich glaube, im Brunnen, das sind nur komische Insekten, die da ein bisschen herumzirpen. Ich kann zumindest keine eindeutige Botschaft erkennen. Ich glaube, jetzt kann ich den doch da mal reinpacken. Der Freeman ist jetzt wahrscheinlich reingegangen, um eine Suppe zu essen oder so. Oder er ist schlafen gegangen, weil er jetzt so hart gearbeitet hat mit seinem Gehirn. So, dann drehen wir doch mal volle Pulle auf, wa? Oh Gott. Erstmal angucken. Hä? Schade. Der Wasserhahn war leer. Wie kann denn der Wasserhahn leer sein? Schade. Der Wasserhahn war leer. Wie muck wie dat denn du? Hier ist noch ein Gartenschlauch. Wohin der Schlauch wohl führte? Aha. Aha. Warum ging das auf einmal? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache. Was für einen Zweck der Schlauch erfüllte, blieb schleierhaft. Jetzt haben wir hier so einen tollen Gartenschlauch, der auch sehr schön aussieht. Kann ich den da vielleicht auch benutzen, wenn da rein... Der Wasserhahn war leer. Wir gehen mal zum Brunnen. Feuermarsch können wir leider noch nicht machen, wir haben ja kein Wasser. Wie kriegen wir Wasser? Der Wasserhahn ist leer. Hier ist Wasser. Ich kann mal die Hotspot-Anzeige missbrauchen. Hier haben wir noch einen Busch. Wollen wir mal im Busch ein bisschen herumgucken. Vielleicht finden wir da einen Vergewaltiger oder so. Lilly war gespannt. Wohin der Schlauch wohl führte? Ach, wir müssen gucken. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem... Ding! Ui, eine Pumpe! Ich kann nicht lesen. Lilly! Schalte das sofort ab! Okay, die oberen mag es nicht, wenn ich mit dem Ding herum... mit der Pumpe herumspiele. Habe ich denn jetzt wieder Wasser am Wasserhahn? Ich weiß das nicht. An der Pumpe kann ich den ja nicht anschließen, oder doch? Ah! Ja, meine liebe Frau Oberin, hören Sie mal ganz kurz weg. Vertiefen Sie Ihre Lektüre in der Bibel oder so, keine Ahnung. Lili, schalte das sofort ab! Ja, ja, das sollte eventuell seinen Zweck schon erfüllt haben. Wir gucken mal. Nicht? Lili! Hilfe! Nö. Lilly hörte seltsame Geräusche, aber genau wo? Freeman. Dass der einfach so abhaut, ich habe doch gerade so nett mit ihm gespielt. Ich verstehe das gar nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Jetzt können wir hier die Pumpe anmachen. Gehen wir nochmal in den Hintergarten. Hier sehen wir nur verschiedenste Dinge, die uns jetzt momentan noch nicht weiterhelfen. Die Oberin hört nur leider die Pumpe direkt. Scheint auch irgendwie so noch nicht zu klappen, aber ich kann die Kabel auch nicht rausnehmen. Die Kabel, sag ich schon. Die Schläuche. Schade. Oder bin ich falsch davor und ich muss da gar kein Wasser reinmachen, aber das ist das einzig Logische, was mir jetzt kam. Ich kann auch den Schlauch gar nicht wieder rausnehmen, das heißt, es muss so bleiben. Wie sorge ich dafür, dass die gute Frau Oberin die Schnauze hält? Vielleicht muss ich sie so lange mit Lärm provozieren, bis sie sagt, ich mache jetzt Ohrstöpsel rein. Ja, ich habe das schon des Öfteren Adventures erlebt. Vielleicht muss ich mal wieder ein bisschen auf den Dingern raufhaken. Nee. Mit der Pumpe kann ich interagieren. Was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Lillys Erfahrung zufolge ließen sich alle Dinge der Welt einteilen in Sachen, die gepumpt werden mussten und Sachen, die nicht gepumpt werden mussten. Das hier gehörte zur zweiten Kategorie. Ich habe einen Pinsel. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt. Lillys, das hier... Ja, super, erstes wirkliches Rätsel und ich bin schon mit meinem Latein am Ende. Ja, gut, da kommen wir schon noch drauf. Vielleicht können wir ja nochmal mit Edna über Freeman sprechen. Ich glaube, die hat bestimmt eine Schwäche Edna für... Edna war sie zum... Ja, das hatten wir doch schon, ne? So. Hey, Lilly, was gibt's Neues?
Freeman ist gemein zu mir. Wobei Lily ja so naiv ist, dass sie gar nicht merkt, dass Freeman gemein zu ihr ist. Gut, pinseln, was kann ich jetzt im Komposthaufen? Irgendwas Interessantes vielleicht noch drin? Ich habe gar nicht näher reingeguckt, ich habe ihn mir ja nur angeschaut. Vielleicht ist da ja noch was von Interesse drin. Nicht? In der Komposttonne ein paar Lily. Irgendwie nicht. Mit der Reifenschaukel will sie nicht spielen. Was der ist denn mit. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Gut, das hilft mir alles nicht weiter. Der Wasserhahn ist ineffektiv. Ich mach das nochmal. Lily! Schalte das sofort ab! Ich mach das jetzt so lange. Lily! Schalte das sofort ab! Können wir mich dran gewöhnen. Schalte das sofort ab. Ja, wie bibeltreu sie ihr Kreuz doch trägt. Lili, schalte das sofort ab. Dann macht doch mal Spaß. Lili, schalte das. Nee, also irgendwie kann das nicht von Erfolg gekrönt sein, was ich hier gerade mache. Ja, die Kellertür, da komme ich nicht ran. Also ein bisschen laggy ist das gerade bei mir. Also nur als ich ab und zu das merke, vielleicht kann ich ja. Was soll das? Lily, nein! Geh weg! Geh Ups. Weg! Ich habe eine Allergie! Ah! Oh nein! Jetzt war der tollpatschigen Lily doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Ganz feindselig vermutlich, oder? Eieiei, vielleicht muss ich das ja unbedingt noch machen. Ja, der Gute ist allergisch dagegen, aber das macht ja nichts. Ich meine, dann wird sein Kopf ein bisschen groß und rot, wie so ein Eiterpickel. Das passt schon. Dann drücken wir ihn einfach aus, den Freeman, und dann läuft das wieder. So muss ich jetzt vielleicht die Puppe betätigen, weil wir wollen ihn ja retten. Wir wollen ihn ja aus dem Brunnen bringen. Das ist ja nur eine Rettungsaktion, die wir hier gerade starten. Lily, bist du von Acht? Schalte das sofort ab. Hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Alter. Lily verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Sabbert die ihr Lätzchen voll? Habt ihr gerade mal drauf geachtet? Irgendwie ist ihre ganze Kutte irgendwie vollgesabbert gewesen vorne. Die Szene hat sich irgendwie verändert. Freeman, was ist los mit dir? Du siehst nicht unbedingt gesund aus. Lily, vielen Dank für deine tolle Hilfe. No problem. Das hast du wirklich klasse gemacht. Ich weiß. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich meine, du siehst besser aus als vorher, mein lieber Freeman. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ja, jetzt steht an der Karriere als Zirkusclown nichts mehr im Wege. Wie Mucki das nun? Jetzt haben wir natürlich hier Freeman, der hat den Kellerschlüssel in der Hand. Wir haben hier das Bienennest, wir haben das Klösterchen. Klosterfrau Melissengeist oder wie der Scheiß sonst heißt. Und dann haben wir noch einen Pinsel. Jetzt sag nicht, ich muss die Termiten auf ihn drauflocken und. Warum eigentlich nicht? Könnte klappen. Ich weiß zwar nicht, was dann passiert, weil Termiten normalerweise nur Holz essen, aber vielleicht sind die da ja nicht so wählerisch. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich in diesem Spiel jemanden umbringen muss. Irgendwie spackt das Inventar uns mal ein bisschen rum gerade. So, jetzt geht's. Tatsächlich reagierten die Termiten sehr aufgeregt auf den Honig. Um sie wegzulocken, musste Lily nur noch eine geeignete Stelle finden, wo sie ihn hinschmieren konnte. Okay. Komposttonne. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lily machte sich sofort ans Werk. Das ist schön. Ich wusste, die Tonne hat irgendeinen Sinn.
Der Plan hatte soweit funktioniert. Vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Geht weg! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Oh mein Gott, Dr. Freeman, Sie haben doch Erfahrungen mit unvorhergesehenen Katastrophen. Oh, da ist eine Widmung drin, das muss ich mir natürlich erstmal anschauen. Edna hatte hier offenbar eine Widmung hinterlassen. Lilly war gerührt. Edna war Lillys beste Freundin. Ach, das ist doch schön. Dann folgen wir mal der Termitenstraße. Der Freeman, den gibt's bestimmt gut, den gibt's bestimmt prima. Der hat sich bestimmt mit den Termiten angefreundet. Jetzt feiert er mit dem bestimmt eine Teeparty oder so. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Das ist jetzt nicht wirklich das, wonach es aussieht, oder, Freunde der Sonne? Ja, der Freeman, der ist weg. Der ist nicht mehr da. Ich weiß auch gar nicht, wo der hingegangen sein könnte. Hier sitzt jetzt stattdessen ein knollennasiger Kartoffelgnom, der mit lila Farbe versucht, die Schweinerei wegzuzensieren. Ja. Kellerschlüssel. Yay! Wir haben nichts Böses getan. Was sagt denn der Erzähler dazu? Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Wie nett von ihm. Ach, er ist so nett. Er ist eine richtig gute Seele, der Freeman. Ach Mensch, den werde ich heute Nacht in meine Gebete mit einschließen. Ja, dann fehlt hier noch was, was wir uns angucken können. Wir können doch die Termiten uns anschauen nochmal. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen. Bin ich von überzeugt. Was war das überhaupt für ein diabolisches Grinsen gerade, Lilly? Als wenn sie genau wüsste, was sie getan hat. Ja, jetzt haben wir den Kellerschlüssel, den wir sogleich auch... Das Inventar spackt... Hallo? So, geht doch. Die Oberin hatte strengstens verboten, im Keller zu spielen. Andererseits hatte Lilly eine Aufgabe zu erfüllen. Eben, sollen wir mit unseren bloßen Händen den Dings umgraben da? Das geht doch nicht. Oh, hier ist es doch schön. Der Ofen kommt mir irgendwie bekannt vor. Der ist ganz schön groß und massiv und Halleluja. Sieht fast aus wie so ein Monster oder so, ne? Hier mit den Füßen und so. Ach ja, na gut, dann gucken wir mal. Erstmal nehmen wir natürlich den Presslufthammer. Lilly wusste, aber... Ach so. Presslufthammer weit werfen. Eine Schaufel. Genau so eine konnte Lilly jetzt gut gebrauchen. Gut, die Schaufel haben wir. Was haben wir hier sonst noch? Wir haben noch Konservendosen, die sind doch gut. Lilly verstand sich blendend mit Doris, der Kantinenfrau. Darum wusste sie auch, dass sie mit Messern warf, wenn man die Vorräte durcheinander brachte. Mensch, Doris scheint eine Sahneschnitte zu sein. Lilly... Also darf ich nicht mitnehmen. Okay, Doris, die werden wir wahrscheinlich auch noch kennenlernen. Die Doris, die gute Seele der Klosterschule. Oder so ähnlich oder so. Keine Ahnung. Ach, je. Ja gut, wir haben jetzt einen Presslufthammer und eine Schaufel. Ich gebe Edna lieber nicht den Presslufthammer. Die hat ja den Hang zum Chaos. Und das wäre eventuell nicht unbedingt schlau.